So, da sind wir wieder bei einer neuen Runde von Let's Play Pokémon Platin nach der großen Pokémon Liga sind wir jetzt wieder da. Oh, Lucius. Barry war vor kurzem hier und hat nach dir gesucht. Er meinte, du solltest unbedingt nach Blizzard kommen und dort ein Schiff nehmen. Und wie immer hatte ich keine Zeit, ihn zu fragen, was er damit meint, da er wieder wegrannte wie ein geölter Blitz. Aber wie geht es dir, Kind? Kommst du gut voran mit der Aufgabe, die Professor Eibe dir anvertraut hat? Ja, genau da wollten wir ja jetzt ansetzen. Wir müssen unseren Pokédex noch voll machen. Da fehlen nämlich noch genau 3 Stück. Und genau die 3 hole ich mir jetzt erstmal. Und für eins davon muss ich erstmal noch ein Pokémon fangen gehen. Bei den anderen 2 reicht's, wenn ich wohin gehe. Und ich hole mir jetzt erstmal die 2, die ich mir einfach so holen kann. Aber erstmal werden wir von einem wilden Enton aufgehalten. Hallo Vesprit. So, Pokédex-Eintrag bekommen. Und der wandert jetzt durch die ganze Sinnoh-Region. Und da kommt Professor Eibe. Das war doch Vesprit, oder etwa nicht? Du hast alles getan, was ich dir in der Bibliothek von Fleetburg aufgetragen habe. Ich bat dich, Daten über das Pokémon aus dem See zu sammeln. Leider gaben die Daten keine Antworten auf das Geheimnis der Entwicklung. Ich weiß immer noch nicht, warum nur bestimmte Pokémon davon betroffen sind. Im Endeffekt wurde das Geheimnis nur noch mysteriöser. Aber mysteriös ist mein Metier. Der Wissenschaftler in mir freut sich. Lucius, warum suchst du nicht nach Vesprit? Es schien mir, als ob es mit dir spielen wollte. Mit dem Pokédex-Zubehör Landkarte solltest du die Bewegung dieses Pokémon nachverfolgen können. Wie bitte? Du hast das Zubehör Landkarte nicht? Dann solltest du vielleicht in der Pokédex-Gesellschaft einen Besuch abstatten. Nur zu, Lucius. Bestimmt begegnest du vielen Pokémon und Leuten. Diese Begegnungen werden dich auf ihre eigene Weise voranbringen. Ich hoffe, die Erfahrungen werden dir gefallen. Alles Gute, Lucius. Ich mag die Musik hier in dieser Höhle. Wir haben gerade nichts dabei, was fliegen kann, also müssen wir hier wieder zurück. So, den nächsten Pokédex-Eintrag, den wir uns holen, das ist der von Manaphy. So. Die Musik von Route 201, die ist schön. Ja. Ich werfe einfach mal einen Superschutz ein. Bevor wir hier jetzt wieder von irgendwelchen kleinen Level 1-Pokémon aufgehalten werden. Ich mag die Musik dieser Route so sehr. Dann, ich brauche die liebe Fiona mal wieder. Wer darf eine Pause machen? Eigentlich würde ich unserem Neo eine Pause geben, weil der das höchste Level hat. Allerdings, ich packe Wendigo mal ganz kurz weg. Den holen wir uns nachher wieder. Und bei der Gelegenheit, wir müssen jetzt auch mal noch ein kleines Zugeständnis hier machen. Und zwar, weil wir unser VM-Opfer demnächst nicht mehr überall mit hinschleppen können. Den Kraxler müssen wir jemandem beibringen. Und zwar bietet sich dafür unser Wupan an. So, die Frage ist nur, was wir ihm dafür jetzt verlernen sollen. Ich persönlich wäre ja eigentlich fürs Flammenrad. Ja, wir verlernen ihm das Flammenrad. Ist seine aktuell schwächste Attacke neben dem Tempohieb. Tempohieb würde ich auch bald wegpacken. Auch wenn er noch so praktisch ist. So. Dann,
Wir müssen erstmal nach Herzhofen. Und jetzt holen wir uns den Pokédex-Eintrag von Manaphy. Ach, ich liebe die Musik auf diesen Routen. Moment, hier können wir uns noch ein Item holen. Das letzte Mal, als wir hier waren, hatten wir noch keinen Surfer. Eisen. Ja, dieselbe Musik wie Route 209 hier. Das Item, da können wir uns jetzt eigentlich auch mal schnell holen. Ein Rosenrauch. Falls wir uns ein Knospi mit Sondersensor züchten wollen. So. Dann erstmal holen wir uns das hier, TM87, Angeberei. So, hier haben wir dieses schöne Buch und dann haben wir jetzt auch den Pokédex-Eintrag von Manaphy. Jetzt fehlt nur noch ein einziger. Wer gut aufgepasst hat, der weiß sowieso, welcher es ist. Wenn der von Vesprit gefehlt hat, dann fehlt nämlich auch der von Selfe. Den von Turbots haben wir ja zwangsläufig, weil wir es ja gefangen haben. Aber Selfe fehlt noch. Und da müssen wir jetzt erstmal wieder nach Blissach. Bälle haben wir, glaube ich, noch genug, oder? Die Pokébälle sind hier. Wir haben genug Finsterbälle, okay. Finsterbälle funktionieren bei denen, weil das in Höhlen ist. So. Einmal hier hochkraxeln. So, Chris darf nach vorne, weil der hat eine gute Chance, den zu paralysieren. Und wenn wir schon hier sind, dann will ich den auch eigentlich gleich fangen. Auch wenn es selber relativ schwer zu fangen geht. Ähnlich schwer wie Giratina und Turbots. Mal schauen, wie lange wir jetzt dafür brauchen. Haben wir wenigstens was von dem Battle-Theme von den dreien. Ein wildes Selfie erscheint. So, dann schauen wir mal. Funkensprung hat die mehr oder weniger größte Chance, ihn zu paralysieren. Donner hatte zwar genau die gleiche, aber der Donner trifft nicht so hundertprozentig. Okay. Amnesie-Booster da. Komm, paralysier ihn. Dann halt nicht. Okay. Dann werfen wir jetzt einfach Finsterbälle, bis er drin bleibt. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Er hat zumindest einmal gewackelt.
Scanner kann er auch noch. Und Seher kann ja hier noch daneben gehen. Ja, das macht uns jetzt eigentlich nichts aus, dass der schläft. Hab ihn nicht voll weiter drauf zu hauen. Wenigstens haben wir schöne Musik. Ich weiß jetzt gar nicht, was kann Selfin noch alles vertacken. Also wir haben Gähner, Amnesie und Seher gesehen. Was war denn seine letzte? Ich meine, es war Konfusion. Ah, nee, Sternschauer kann er. Okay, das ist sogar noch weniger schlimm. Das heißt, die einzigen Attacken, mit denen du uns wehtun kannst, sind Seher und Sternschauer. Und beide machen jetzt nicht unbedingt so den Megaschaden. Turbots wäre hier wesentlich schlimmer gewesen zu fangen, weil Turbots boostet nicht mit Amnesie, sondern mit Ränkeschmied und der macht halt irgendwann verdammt viel Schaden. Haben wir ja bei der Top 4 gegen Lucian gesehen. Da haben wir ihn bis auf plus 6 geboostet. Bei vierfachem Schaden haut der einfach alles weg. So. Komm, bleib einfach drin, Selfe. Wir haben es schon. Sehr schön. So. Dann haben wir jetzt ein kleines Selfie. Kriegt er einen Spitznamen? Haben wir noch jemanden? Na, wir benutzen ihn sowieso nicht, also ist egal. Ich habe ihn nur gefangen, weil ich ihn nicht umhauen wollte. Wäre mir zu schade gewesen. Ich mag die drei nämlich zu sehr. So, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt gehen wir zu Professor Albe und zeigen ihm den jetzt vollständigen Sinnodex. Der müsste ja jetzt vollständig sein. Ja, wir haben 210 Pokémon gesehen und genauso viel brauchen wir auch. Ah, Lucius. Willst du mir deinen Fortschritt mit dem Pokédex zeigen? Ja, natürlich will ich das. Hm, du hast 210 Pokémon gesehen. Ausgezeichnete Arbeit, Lucius. Dein Pokédex enthält alle Pokémon der Sinnoh-Region. Das hilft mir auch bei meinen Studien zur Entwicklung der Pokémon. Ich grüße Sie, Professor Albe. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich sage Ihnen, Sinnoh ist wirklich weit von Kanto entfernt. Aber Sie werden mir zustimmen. Wenn man die Gelegenheit hat, neue Pokémon zu sehen, ist kein Weg zu weit. Oh, na, wenn das mal nicht mein alter Kollege Professor Eich ist. Ich hätte es wissen müssen, dass der Experte für Pokémon schlechthin den Weg auf sich nimmt. Wir haben noch immer gescherzt, wo Pokémon sind, da findet man auch Eich. Schön, dass sich das nicht geändert hat. Professor Eich, ich möchte Ihnen meinen Neuzugang im Labor vorstellen. Dieses junge Wesen hat jede Seite des Sinnoh-Pokédex für mich gefüllt. Ah, freut mich, ja, freut mich sehr. Du hast schon mitbekommen, dass ich Eich heiße. Professor Albe hat in der letzten Zeit viele gute Dinge über dich berichtet. Er überschlägt sich fast vor Lob über diesen fantastischen jungen Trainer. Und wie ich sehe, wirst du mit dem gerecht. Nein, du bist sogar noch besser. Du hast ein ausgesprochen gutes Gefühl für das richtige Timing. Weißt du, ich habe Professor Albe auch versprochen, etwas mitzubringen. Er wollte nämlich, dass ich den nationalen Pokédex mitbringe. Und da du jetzt schon einmal hier bist, werde ich deinen Pokédex mit dem nationalen Modus aufrüsten. Schließlich gibt es noch viel mehr Pokémon auf dieser Welt zu entdecken.
So, dann haben wir jetzt den Nationaldex. Ich fürchte, es wird nicht einfach sein, den nationalen Pokédex zu vervollständigen, aber ich bin überzeugt davon, dass du dich ehrlich anstrengen wirst, uns zu helfen. Nur keine Angst, Lucius. Nur keine Angst, Lucius wird die Aufgabe bestens erledigen. Übrigens, mein alter Freund, was verschlägt sie eigentlich in dieser Region? Nun, ich habe gehört, dass der Park der Freunde nun offen sein soll. Wenn ich mich nicht irre, liegt er am Ende der Route 221. Dieser Park zieht jede Art von Pokémon an, sie kommen aus jeder Region. Ich bin hier, um im Park der Freunde nach dem Rechten zu sehen. Lucius, du solltest unbedingt im Park der Freunde einen Besuch abstatten. Oh je, wenn ich jetzt nicht losbitte, komme ich zu spät zu einem Termin. Es war toll, dich kennenzulernen. Tschüss. Und da geht er hin, wie immer in Eile. Nun gut, Lucius, du hast den Pokédex vervollständigt, daher habe ich hier ein Geschenk für dich. Der Pokéradar. Dies ist ein Pokémon-Radar oder auch Pokéradar. Dieses Gerät zeigt dir, wo sich im hohen Gras Pokémon befinden. Ich habe es entwickelt, damit meine Assistenten es leichter haben, den Sinnoh-Pokédex zu erstellen, aber das hast du ja schon gemeistert. Ich denke, es wird dir helfen, den nationalen Pokédex zu vervollständigen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir zum Park der Freunde fliegen können. Also ich zumindest noch nicht, oder? Ne, da haben wir noch keine Flugroute da hinten. Dann werden wir dort eben mal schnell nochmal hinsurfen, weil ich würde jetzt gerne noch die letzten paar Events triggern, bevor wir jetzt oben auf der in der Kampfzone weitermachen. Müssen hier jetzt sowieso erstmal durchsurfen. Trainer hier haben wir ja schon alle besiegt, deswegen kommen wir hier jetzt relativ schnell durch. Ah, Lucius, da ist er. Das ist der Park der Freunde. Pokémon aus dem ganzen Land können hierher gebracht werden. Also Pokémon aus Kanto und Hoenn. Hier kannst du außerdem in einen Wettstreit gehen, um zu sehen, wie schnell du diese Pokémon fangen kannst. Schön, dass du uns mal besuchen kommst. Ich möchte dir gerne etwas für dein Pokédex schenken. Hier, der Trainerzähler. Der Trainerzähler zeigt die Rangliste des Pokéradars. Ich werde noch eine Weile in Ewigenau bleiben. Du sollst die Zeit gut nutzen und die Pokémon der Sinnoh-Region studieren. Und Ewigenau ist das nächstbeste Stichwort. Da gehen wir nämlich als nächstes hin. Kommen wir nochmal durch ganz Sinnoh rum. Schutz wirkt nicht mehr. Soll mir recht sein. Ah, du bist es. Schön, schön. Du kommst mit Pokédex voran. Alle Pokémon zu fangen ist nicht gerade einfach, das verstehe ich. Aber ich bin sicher, du schaffst das. Ah ja, ein Bekannter aus Kanto hat mir etwas sehr Interessantes geschickt. Du kannst es vermutlich besser gebrauchen als ich. Das Upgrade für Porygon. Ganz nebenbei, und ich schweife da etwas vom Thema ab. Es wurden einige sehr seltene Pokémon gesichtet. Die drei legendären Vogel-Pokémon, Arktos, Zapdos und Lavados. Sie wurden in unterschiedlichen Gegenden überall in Sinnoh gesehen. Vielleicht hast du ja das Glück und triffst bei deinen Abenteuern auf eines. So. Nächster Halt. Fleetburg. Dort haben wir auch noch was zu erledigen. Moment, war denn? Muss einfach mal schauen, ob man wo das hier noch mal war. Bringt er mich jetzt zu einem Ding? Ah ja, jetzt macht das okay.
dann kommen wir jetzt noch zur Vollmondinsel. Und dann haben wir alle Wander-Pokémon aus Sinnoh irgendwo rumfliegen. Vesprit, Cresselia, Arctos, Zapdos, Lavados. So. Die Vollmondinsel. Das Gegenstück zur Neumondinsel, wo Darkraya ist. Und dann haben wir hier den Pokédex-Eintrag von Cresselia. Und hier kriegen wir die Luna-Feder. So. Mehr haben wir hier jetzt auch nicht zu tun und jetzt holen wir uns noch ein paar Poketch-Zubehöre. Die kriegen wir in Jubelstadt. So. So. Das ist der Notizblock. Dann haben wir hier die Landkarte, wegen der bin ich hauptsächlich hier. Was haben wir noch? Den Linkfinder, gut, der ist mittlerweile sowieso was von überflüssig, seitdem die Wi-Fi-Connection so oder so nicht mehr funktioniert. Attackentester. Naja, genau. Das wäre vielleicht das Richtige für Koto, aber im Kampf kann man den leider nicht benutzen. Okay, jetzt hat er keine mehr. So, wir schauen hier mal ganz kurz. Na, der Schrittzähler steht schon ganz schön hoch. So. Ja, hier, das ist der Attackentester. Der Münzwurf. Das ist der Linkfinder. Und das hier ist die Landkarte. So. Man sieht es jetzt hier schon. Diese fünf Punkte, die hier auf der Karte sind, das sind die legendären Pokémon, die gerade rumschwimmen. Man kann nicht genau sehen, wer welcher ist, aber das sind Arctos, Zapdos, Lavados, Vesprit und Cresselia. Man sieht damit immer genau, wo die gerade sind. So, jetzt geht's wieder nach Blitzach. Dann packe ich die Fiona wieder weg und wir nehmen unseren Wendigo wieder mit. Und dann... werde ich direkt vor dem Schiff wahrscheinlich dann ausmachen und Koto ranlassen. Ich glaube, ich werde dann ein paar Events reingeschmissen. Und dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ich würde die Pokémon noch ein bisschen sortieren, wobei... Was wird er denn am Anfang brauchen für den nächsten Kampf? Da stehen ihm... Ich weiß gar nicht, womit fangen die beiden nochmal an? Waren es jetzt Luxtra und Hundemon oder waren es Flamara und Blitzer? Na, egal, er kann irgendwas mit einer Bodenattacke brauchen, also packe ich ihm Nick nach vorne. So. Dann haben wir das jetzt zumindest schon mal alles erledigt.
Und ich lasse ihn jetzt einfach mal hier raus. Und wir sehen uns dann in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.